Solothurner Fasnachtsumzug wird euch präsentiert von Sogenda. Herzlich willkommen, liebe Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, zum diesjährigen Solothurner Fasnachtsumzug unter dem Motto «Öppe so». Was man für originelle Sujet, Kostüme und Fasnachtswege an diesem Umzug kann sehen, das zeigen wir euch «Öppe so». Neben mir steht jetzt der Umzugschef, der Yves. Hallo Yves. Oh. Kurzes Statement zum heutigen Umzug. Es passt, alle sind da, das Wetter ist perfekt. Wird eine grandiose Sache. Was sind die grössten Herausforderungen so einer Fasnacht? Ja, sicher auch die Sicherheitsbedingungen von all diesen Wegen, dass ja nichts passiert am Umzug. Bis jetzt haben wir all die Jahre Glück gehabt. Und wir sind wirklich auch mit der MFK dran, die Wege abzunehmen und zu schauen, dass wirklich nichts passiert. Also ich glaube, das ist eine rechte Herausforderung, die wir haben. Ich bin Rudi, der Dambur-Major vom Dambur-Verein Solothurn. Und das hier sind Teile vom Dambur-Verein Solothurn, inklusive der Trommelschule, muss man doch auch sagen. Wir sind Fasnacht zum Vorstadt, eine der ältesten Zünfte, die zweitälteste, wenn man es genau nimmt. Und ja, was kann ich vorstellen? Unser Sujet, 90 Jahre Papay, voller Saft und Kraft. Und ja, wir sind knapp 30 Umzugsteilnehmer hier. Wir haben aber noch eine Equipe, die Plaketten ist in der Vorstadt. Das sind noch etwa 20 Nasen. Thank you.
Liebe Fasnachtlerinnen, liebe Fasnachtler, der Strom ist wieder da. Doch leider müssen wir von der Vorstadtsunft weitergehen. Schön seid ihr alle gekommen, habt noch einen schönen Umzug. Wir sind Krummdurm Sumpfchroniker. Uns gibt es schon seit 53 Jahren mittlerweile. 52, ja, gelogen. Und wir sind momentan 23 Leute. Wir haben ein Holzregister dabei, das ist etwas speziell. Und wir freuen uns immer, dass wir jedes Jahr 4 neue Stücke einüben, wo wir auch abstimmen darüber. Also jeden abstimmen, was wir spielen. Und jetzt sind wir parat für die Fasnacht. Jawohl. Uns ist wichtig, dass das Kindskostüm ganz sauber machen. Von der Maske über das Tor bis zum Kleid. Und das haben sie auch gemacht. Von den Erstklässlern bis zu den Sechstklässlern. Frauen, wie das sieht, nur leider heute die Hälfte im Bett mit Grippe. Das ist ein bisschen traurig. Und unser Sujet ist Hommage an Frida Kahlo, die grosse surrealistische Malerin vom 20. Jahrhundert aus Mexiko. Wir sind nahe der Zunft von Honolulu. Wir sind die älteste Zunft auf dem Platz Adorn seit 1853, weiss, was es so gibt. Und ja, jedes Jahr sind wir einen super Wagen unterwegs. Wie setzt ihr euch das diesjährige Motto in den Kostüm oder im Wagen um?
Also wir sind Pyjama schon dieses Jahr. Wir schauen mit einem grossen Fernrohr Richtung Westen, und dort sollte der Bauung entstehen. Weitblick heisst die. Wir sehen gar noch nichts mit unserem grossen Rohr. Wir sehen nur Stadtmist und irgendwann ist Grenzen. Ja, liebe Herren und Herren, unsere Stadt hat uns gefallen. Weg im Weitblick anbauen. Was und wenn, weiß niemand genau. Und am Gemeinderat ist es egal. Im Stadtbauamt wird viel studiert. Doch niemand weiß, zu was das führt. Es hält uns darum, was ich versocke. Wir bleiben auf dem Stadtmist hocken. Auf Küger Abfall aus dem Wunder. Und der Weitblick bleibt ein Wunder. Im Weitblick kommt auf jeden Weg. Uns überall nur Stadtmist weg. Wie soll das durch ein Weitblick kommen? Das zeigen wir euch. Es wäre so. Ohne Hemd und ohne Höschen, mit einem feinen Blatt. Und jetzt begrüßen wir ganz herzlich das wunderbare Publikum auf dem Kronenplatz und verspecken. Salut zusammen! Mit ihrem Wagen, Weitblick, überall der Stadtmist, vor dem wir sie entsorgen. Aber keine Angst, wir haben viele, euch entsorgen wir nicht. Schön seid ihr da, danke für euren Applaus.
Wir sind Kakophoniker von Solothurn. Wir sind nicht ganz 30 Leute und seit fast 50 Jahren unterwegs in Solothurn. Wir sind so ein kleines Kammerorchester, kann man fast sagen, mit Gigen normalerweise, aber die kommen natürlich im Umzug nicht so zur Geltung, die lassen wir weg. Und darum spielen wir auch immer ein klassisches Stück spielen über die Fasnacht. Ja, aber es ist so ein bisschen Weltmusik. Können wir uns hören? Das sind Nachwuchsgruppen, wie man sieht, mit kleinen Kindern. Wir sind dieses Jahr Piraten von Batavia. Wir sind die, die noch gerade aus dem Brand flüchten konnten. Und haben es bis hierher geschafft mit dem Schiff, wie man sieht, haben wir uns noch gerade so retten. Und sind jetzt auch ein bisschen am uns wieder stärken, dass wir wieder zurückkommen. Ja, wir sind die Multidombeisen von Solothurn. Uns gibt es seit 2007. Wir lassen uns immer von Filmen inspirieren und haben dieses Jahr die Wahl auf Herr der Ringe getroffen und sind durch das aus Legolas unterwegs. Thank you.
Also wir sind Klunkenhüpfer, wir sind eine Zunft von Familien mit Kindern. Und wir haben weder einen Wagen noch irgendetwas, aber wir sind einfach immer schön. Inzwischen durften das Jahr unsere Kinder auswählen, weil wir nächstes Jahr ein Jubiläum haben und dann die Näherinnen auswählen. Und die Kinder haben gesagt, Gummibären. Wir sind eine Stammzunft von der Solothurner Fasnacht von der UNO und wir haben etwa 60 Mitglieder, die jetzt am Umzug mitlaufen. Ja, und unser Motto, wahrscheinlich wollt ihr wissen, ist unser Stadtpräsident, Kurt Fluri. Mit euren Huldigen, Ehren quasi. Und das fährt vorne beim Wagen an, da sieht man die Front von seinem Büro. Sein Büro nachher und er eigentlich als Sesselkleber, der ja schon so lange im Amt ist. In seinem Stuhl dort, gefolgt von seinen Utensilien, die im Büro drin sind. Als zweite Stelle ist quasi Kurtopolis, die wir hier aufgerichtet haben, weil wir Hudibrasskutzen haben Angst, dass nach seiner Amtsniederlegung die Stadt kopflos ist und in Anarchie verfällt. Darum richten wir das Monument für ihn errichten, zum Gedenken an Kurt. Hinten haben wir noch ein Schiff. Symbolisieren soll, wie er die Stadt Solothurn immer auf Kurs hält. Obwohl es hier viele Flutwellen und Gegenstimmen kommen. Aber es haben alle keine Chance, der Kurt sitzt fest am Steuer. Wir machen mit, hallo Stecker, wir geht's!
zusammen. Ein wunderschöner Anzug. Also wir sind Kladderadatsch, sind eine Frauengruppe mit King. Und ja, wir haben heute das Thema Lädeli-Stärpen und nehmen Bauchläden mit, die verschiedenen, die hier alle eingegangen sind. Und nachher haben wir ein Einkaufskörbchen als Maske auf dem Kopf. Und ja, unser Kostüm ist Stadt und ein Schürzchen drüber. Familiengruppe, also nicht eine kleine Gruppe, sondern wir sind 60 Stück dieses Jahr. Aber wir haben extrem viele Kinder dabei, die Hälfte davon sind Kinder. Und wir haben einen kleinen Wagen, aber wir probieren immer mega viel Details reinzubringen. Und ich glaube, unser Wagen lebt auch dieses Jahr wieder von dem. Wir probieren so Sagenwelt und ein bisschen den Alpabzug und das, ein bisschen das Mythische von den Bergen überzubringen.
Unser Motto dieses Jahr heisst «Bloß Rain». Also Rain, Rain, bloß Rain oder bloß Rain. Das hat ein bisschen mit unserem Kernstück zu tun, das wir spielen dieses Jahr, wo eben auch Rain drinnen vorkommt und die Farbe von unseren Wolken. Und eben, das sind Regentröpfchen hier, oder? Das sind Regentröpfchen. Wir sind Grashüpfer. Wir laufen schon zum 21. Mal mit. Und eben unsere Gruppe ist ja etwas Besonderes, weil es Menschen sind mit einer Beeinträchtigung. Und die Süße haben sie wieder selber ausgesucht. Sie haben gesagt, ja, es ist überall immer das Vegan und Vegetarisch und Bio sei so wichtig. Und dann haben sie gefunden, wir gehen doch jetzt mal aus Bauern und Bäuerinnen. Wir sind die Jungdammbauern von dem Dammbauernverein Solothurn. Wir sind etwa an die 20 Jungdammbauern von 8 bis 14, also plus minus.
Also wir sind eine Gruppe motivierte Eltern aus der Vorstadt und haben ein bisschen angefangen. Jetzt sind wir heute schon das fünfte Mal dabei und wir haben heute das Thema Post. Postsäck sind wir und wir haben das Motto: Dank Subventionen fahren wir ohne Foren. Wir sind Konfettifresser von Solothurn und dieses Jahr haben wir das Motto Highway to Hell und das himmlisch originell. Wir haben ein alles halbiert, das Kostüm sind wir vor Engel, hinter Teufel. Und beim Wagen, der Wagen ist oben Himmel, unten Hell und eine coole Marshallbox zieht unseren Wagen. Elfischänzer von Solothurn, Kinder, Nachwuchs, Guckenmusik. Wir haben 14 Stück im Repertoire und wir haben zwei neue Arbeiten dieses Jahr. Eins passend zum Motto, und zwar Santa Muerte, haben wir ein mexikanisches Stück und gleich Kunterbunt, alles füreinander. Verschiedene Familien zusammen, so Wasseramt, Solothurn, und wir sind eigentlich Knopflöcher. Und ja, wir machen jedes Jahr am Kinderumzug mit und wenn wir können, auch am Grossen.
wir sind von Jugendarbeit Dungenleberberg und wir haben jetzt dieses Jahr das Motto etwa so, tanzen wir in der Disco und sind eigentlich zurück in die 80er gefallen. Zuerst mal recht herzliche Gratulation zu euch im Jubiläum. Wie wird das gefeiert? Ja, merci vielmals zuerst. Wir feiern das natürlich königlich. Wir haben Kutschen gemacht hinten aus Anhänger und vorne ein Pferd. Und aus Beifahrzeug haben wir noch eine kleine Torte zum 20-jährigen Jubiläum. Was macht euch die Zunft aus? Unsere Zunft macht aus, dass wir einen guten Mix haben zwischen alten und jungen Leuten. Und dass wir hervorragend immer essen. Nach jedem Wagenbau und jeder kann eigentlich die Ideen hineinbringen, die er gerne möchte. Ja, du siehst, unser Motto dieses Jahr, 25 Jahre Euro Disney, Traumwelt. Den neuen Standort haben sie in Zuchel gewählt. Wir wollen schauen, mit dem Geld, das jetzt hier die Steuersenkung runtergeht, dass wir in Zuchel ein Euro Disneyland bauen können. Die hinten nachlaufen, werden Prinz und Prinzessin sein. Wir haben auf dem Wagen oben, hinten nachher, haben wir den Donald und Daisy und vorne ich als Mickey Mouse und mein Kollege als Minnie Mouse. Wir haben hier den Eiffelturm, auf den sind wir am meisten stolz. Absolut eine geile Sache, da muss ich meinen Wagenbauchef Messi sagen, weil das ist wirklich eine coole Sache.
So soll man durchsteigen. Die dritte Moderator. Machen wir es dann. Dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Fasnachtsumzug 2019. Genießen Sie das bei diesem schönen Wetter. Ich hoffe, der Umzugschef hat schon das Wetter gestellt für die Zeit. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Umzug. Letztes Jahr hatten wir Hunger bei den Mooren und Durst bei den Mooren. Und dieses Jahr bringen wir euch unsere Brandwelt aus Solothurn. Ciao zusammen, bis zum Dienstag. Wir sind eine von diesen 6 Stammzünften in Honolulu. Wie setzt ihr euch das diesjährige Motto? Wir haben im Sommer das Motto «Gemüsam» gewählt, eine Mischung aus Gemüse. Und wir sind ein bisschen mühsam und wir gehen aus 4 Gemüse. Lauch, Kürbis, Zwiebeln und Mais. Erstmal herzliche Gratulation zu eurem diesjährigen Jubiläum. Wie wird das gefeiert? Ja, indem dass wir uns selber feiern und indem dass wir eigentlich alle unsere Anzahl Konfetti verdoppelt haben. Kannst du euch ganz kurz vorstellen, eure Zunft? Also wir sind eigentlich so, ja, das erste Mal mit einem Velo ganz ökologisch an die Fasnacht gegangen. Das war vor 20 Jahren gewesen. Es ist gut rausgekommen und dann haben wir mit dem Kollegen weitergemacht, dazu mal als Zweite und dann ist man einfach gewachsen. Und jetzt sind wir 11 plus 1. Und ja, ein bisschen steigend, aber wir möchten auch nicht zu gross werden. Also es ist eine Kompo-Gruppe, mehr als irgendein organisierter Verein. Thank you.
zuerst mal recht herzliche Gratulation zu eurem Jubiläum. Wie wird das gefeiert? Ja, wir feiern schon lange, schon seit wir Probe haben. Was macht euch in Guggen aus? Dass wir alles Frauen sind und es gut haben, jungen Mann. Wir sind die Städtling ums Solothurn. Wir sind eine reine Frauenzunft. Und wir bauen jedes Jahr einen Wagen und machen auch unsere Kostüme und Masken immer selber. Also wir haben echt geschaut, dass wir Krieger sind, aber trotzdem eine feminine Seite dran haben. Und den Wagen haben wir eigentlich möglichst geschaut, einfach, wirklich aus Holz, dass es auch möglichst echt aussieht. Was werden wir für Lieder spielen heute? Ja, wir haben eigentlich unsere vier Umzugsstücke, die wir werden spielen. Das wird auf der einen Seite La Luna sein, Substitute, das Dreierli und nachher eins, das wir letztes Jahr frisch eingestudiert haben, das More of You.
Wir sind die Herrengegend, wir sind von diesen Dingen. Wir sind zum 18. Mal jetzt am Umzug in Solothurn. Das mal mit dem Thema Aarebödel. Wir reissen eine Welle. Es ist ja so, dass der Trend hier jetzt ein bisschen so auf Solothurn gekommen ist. Es ist ja schon chillig, die Aarebödler und die Schwimmer und so. Aber wir von der Stadt Solothurn mit dem Schiff müssen natürlich hier extrem schauen. Darum hat jetzt auch die Stadt den Krummturm umfunktioniert mit dem Krummleuchtturm. Und wir Kapitäne schauen, ein bisschen, dass wir hier nebeneinander gut vorbeikommen und es alle chillig haben. Wir sehen jetzt unsere Kostüme, wir sind alles so ein Night Circus Ding, so ein eher ein dünster und für aber echt ganz liebe.
Wir haben uns einen Space Shuttle mit der eigenen Startrampe und natürlich unseren bombastischen Lastwagen, einen Mack, der das ganze Zeug natürlich auf die Startrampe herzieht. Was macht euch aus? Ja, was soll ich sagen? Wir, wir werden gerne wie grösser. Und alle, die gerne mal Fasnacht machen wollen, dürfen sich gerne bei mir melden. Wir wollen gerne noch etwas grösser werden. Also ich bin der Sascha, ich bin der Präsident von diesem Haufen. Das ist Papa, unsere Musikleiterin, die vorab laufen und uns dirigieren darf. Und wir sind Konfettistampfer mit 29 Mitgliedern dieses Jahr und haben dieses Jahr ein 30-jähriges Jubiläum. Und sind dieses Jahr ein bisschen farbenfroh gekleidet mit ein bisschen Gold und Rot, so wie sich das gehört von einem Jubiläum. Thank you.
Ja, wir sind die Wilden von Oberdorf. Wir sind zum 14. Mal hier mit dabei am Umzug. Und wir sind zusammengesetzt aus verschiedensten Leuten. Bei uns ist es speziell, wir fragen die Leute an, nicht, dass man sich bei uns bewerben kann. Also von dem her schon mal so, dass nicht gerade überhäuft werden mit Bewerbungen nach dem Umzug. Ja, der Sommer ist, der letzte Sommer war sehr trocken gewesen. Da hatte es sehr wenig Wasser gehabt. Und dann haben wir wieder Aarenputzen gemacht und dann ist das zum Vorschein gekommen, im schönen Aare, blauen Aarenmäuerli. Und bei der Performance in Almeta schleifen, die haben sich schon durch die Stadt durch. Wir sind anders, wir sind nicht rosarot, wir sind nicht hellblau, wir sind der Kontrapunkt eigentlich zu den anderen Farben. Wir sind ja meistens mystisch, dunkel und wir wollen nicht, dass man sagt, wir sind schön. Das macht uns auch aus. Unsere Wege sind nie schön, sie sind geil, sie sind wild, sie sind anders. Wir sind Ambassadoner von Solothurn, uns gibt es seit 1977. Momentan sind wir 26 Mitglieder und machen Musik querbeet eigentlich.
auf dem Kronaplatz sein, wo wir euch Kontakt aufnehmen. Dort ist er, mit seinen, schauen zu den Kronen rauf. Dort ist er auf dem Balkon, schon Marius. Ja, es ist schon geil auf dem Kronenplatz zu den Rollen. Es ist etwas Spezielles. Ich habe das noch nie gesehen, da von da. Wo sie noch weit laufen, schießt mich auch wieder wo, einen. Na. Hallo zusammen, liebe Steine und liebe Zürcher Ritzenton. Und jetzt noch da und da Platz für die Schanzen, aber mit der Nummer 33. Ja, merci, Janarius, du hast das super gemacht. Da sind unsere eigene Schanzenarren. Wir wären Schanzenarren. Wir kommen hier mit einem bunten Wagen daher. Wir machen Safari mit x Tierchen drauf und sonst noch Details. So, wo sind die Hände? Kommen rauf, klatschen! Kommen! Ja, das ist unser Publikum! Janarius, gib noch ein bisschen Gas auf den Strass! Mann, es ist schon ein Mann, alles vor dem Publikum steht und dann ist es ich habe einen Kronen auf mir! Die Janarius und so, und jetzt sind sie auf dem Boden Applaus! Jetzt, alle miteinander, für die Ausfahrt von der Schanzenarren!
klatschen, klatschen, klatschen. Schana, na, 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 schana. Erstmal recht herzliche Gratulation zu eurem Jubiläum. Wie wird das gefeiert? Wir feiern das mit verschiedenen Anlässen. Wir haben interne Anlässe, wir haben Sachen, die hier Fasnacht ein bisschen geniessen und zelebrieren mit verschiedenen Aperos und kleinen Sachen. Wir haben ein schönes Kostüm dieses Jahr gemacht, das etwas aufwendiger war. Und einfach ja, viele kleine gemeinsame schöne Stunden. Zuerst mal recht herzliche Gratulation zu eurem Jubiläum. Wie wird das gefeiert? Wir feiern das Jahr mit unserem schönen Wagen, respektive mit unserer Stretch-Limousine. Wir haben 1929 gegründet worden aus einem Stämmer-Club und freuen uns natürlich, das Jahr unseren wunderschönen Wagen dürfen zu zeigen. Wie setzt ihr euch ein Motto in den Kostüm oder im Wagen um? In dem, dass wir Anzüge haben dieses Jahr und ein bisschen aussergewöhnlich sind wir aus Wackissen unterwegs. Oh.
Heidi, die hier wieder super Aufnahmen macht. Und natürlich die Stadtpolizei und natürlich unser Umzugschef, der Yves. Wo ist der Yves? Ein herzlicher Applaus für Yves. Merci, das ist Schweiz für den Rest der Zeit. Der Tag ist einfach wundervoll, denn wir sind 90, das ist toll. Mit Blumen, Kerzen und Kuchen können wir euch heute besuchen. Trinken Schnaps und alles Gläschen Wein, ein langes Leben, das muss gefeiert sein. Seid ihr bereit mit den Konfettikanonen? Westettler? Jawohl, könnt ihr schiessen, wenn ihr wollt. Sauber Max Brücker. Oh, ja, oh, 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 merci, merci, viel, 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 wow! Sagt er denn, dass ich dich gar nicht kenn? Ist egal, weil ich doch jeden Morgen sehe. Doch wie spät es auch wird, wart auf mich und du wirst sehen. Wenn du dich nicht küsst, weißt du, dass ich nichts mehr für mich. Wir sind Arianter von Solothurn und machen seit 1992 in Solothurn auf Fasnacht mit. Wie setzt ihr euch dieses jährige Motto um? So ein bisschen kunterbunt, ein bisschen so. Wir haben nicht ein spezifisches Motto, wir haben einfach eigentlich Farben ausgesucht, die wir schon lange nicht mehr hatten oder wo wir Lust hatten drauf und haben gefunden, aus dem machen wir etwas.
wir sind der Hauptgasleist. Wir sind 1938 gegründet worden. Wir nehmen das Jahr mit 83 Leuten am Umzug teil, 60, 50, 23 Kinder. Und wir sind immer das letzte Nummer am Umzug. Wie setzt ihr euch ein Motto um? Wir haben vorne ein Lego-Männchen, das vorausgeht. Auf dem Wagen ein Zugfahrzeug. Da haben wir einen Lego-Baustein, so ein Lego-Haus, das am Bauen ist. Der grosse Kran, der hilft bauen. Und nachher rundum gehen wir mit den Kindern auf den Bobbycars und das ganze Lego-Haus auf die Baustelle fahren. Das ist ein großer Schlag. Ein bisschen mehr.